Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Xbox View TV. Heute möchten wir euch das Spiel Sniper Elite V2 mal ein bisschen näher bringen und dazu schauen wir uns einfach das Spiel mal ein bisschen an. Hitlers unaufhaltsame Kriegsmaschinerie war nun auf dem Rückzug. Die Alliierten im Westen und Russland im Osten nahmen die Überbleibsel des Reiches in die Zange. Die letzte Hoffnung Deutschlands, seine Wunderwaffen. Die V2-Rakete, ein Riesenschritt in der Geschichte der Militärwaffen. Sie kündigte eine neue Art der Kriegsführung an. Unmenschlich und schneller als der Schall schlug sie ohne Vorwarnung. Auf Antwerpen, Paris und London. Nach der Landung in der Normandie wurden seine Raketensilos überrannt und die Raketen konnten England nicht mehr erreichen. Die Alliierten dachten jedoch schon an die Zukunft, den nächsten Krieg. Die Amerikaner versammelten die besten Raketenwissenschaftler Deutschlands in der geheimen Operation Overcast. Viele der Architekten des V2-Programms waren schon rekrutiert, aber nicht alle. Berlin war umzingelt. Die endgültige Niederlage nur Tage entfernt. Die noch in der Stadt verbleibenden Wissenschaftler würden bald in die Hände der Russen fallen. Meine Aufgabe war, das zu verhindern. Wenn wir uns die Geschichte ein bisschen näher anschauen, werden wir feststellen, dass wir uns im Jahre 1945 in Deutschland befinden. Wir spielen einen Elite-Sniper von den Amis und dürfen die V2-Raketen und dazugehörige Wissenschaftler ausfindig machen und diese natürlich auch unschädlich machen. Das ist im Groben und Ganzen das Ganze, was es in dem Spiel zu erledigen gilt. Das Spiel verfolgt dabei eine sehr geradlinige Story. Man hat wenig Möglichkeiten, die Story mit eigenen Mitteln zu beeinflussen. Was aber das Spiel auf jeden Fall offen hält, sind Möglichkeiten, wie man das Ganze angeht, weil man kann das natürlich auf verschiedene Arten lösen. Das gilt es natürlich in diesem Spiel umzusetzen, weil ihr seid der Sniper und ihr seid derjenige, der entweder aktiv vorgeht und einen Stein wirft, um den Gegner zu verwirren, oder einfach wild mit seiner MP draufballert. Tja Leute, da müsst ihr euch natürlich selbst dafür entscheiden, bin ich der defensive oder der aktive Sniper. Das Spiel Sniper Elite V2 vereint mehrere Aspekte, und zwar zum einen Teil könnt ihr in diesem Spiel Schleichmissionen durchführen, das heißt eure Gegner lautlos ausschalten. Ihr könnt natürlich aber auch voll aufs Ganze gehen und versuchen, aktiv den Gegner wegzuholen, was aber nicht ganz so toll ist immer, und das, denke ich, ist auch nicht Sinn des Spiels. Ansonsten bewegen wir uns bei dem Spiel in einem Bereich, ich würde mal sagen, Third-Person-Action-Shooter mit geilen Elementen wie zum Beispiel diesen X-Ray-Killcams. Ich denke, das ist ähnlich wie bei Sniper Ghost Warrior, hat man schon mal gesehen. Wenn wir uns dagegen die erste Variante von Sniper Elite anschauen, die gab es ja damals für die Wii, haben wir natürlich einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht mit dieser heutigen Version. Ja Leute, kommen wir nun zu den Highlights, die dieses Spiel natürlich bietet. Zum einen kann ich sagen, ist das Spiel auf jeden Fall von einer neuen Entwicklung aus entstanden. Das heißt, diese ganzen Sachen, die es darin gab, also auch dieses X-Ray, habe ich in dieser Form so noch nicht gesehen. Daher kommt es auf jeden Fall sehr, sehr schön rüber. Die Grafik macht einen tollen Eindruck. Man bekommt richtig dieses Feeling von 1945 vom Weltkrieg mit. Und ich denke, das hat man auf alle Fälle sehr gut umgesetzt. Ebenfalls ist dieses Spiel ein sehr, sehr einstiegsfreundliches Spiel. Das heißt, man kann den Controller in die Hand nehmen und kann einfach mal gediegen loslegen, ohne dass man sagt, man muss jetzt irgendwie 5 Jahre Profispielerfahrung haben. Das ist natürlich auch, was uns zu unseren Kontras bringt. Es ist natürlich für die Leute, die sagen, ey, ich spiele jeden Tag Call of Duty oder Battlefield, ein kleines Spiel zwischendurch, aber es ist natürlich auch sehr, sehr einfach. Das heißt, man muss dann schon sagen, ich stelle den Schwierigkeitsgrad dementsprechend hoch, dass ich auch irgendwie eine Herausforderung habe. Das ist wirklich für die Profi-Gamer unter uns dann schon ein Spiel, wo ich sagen kann, ja, man spielt es gelegentlich auf alle Fälle, hat aber nicht so den Wiederspielungsfaktor. Das heißt, man spielt es einmal durch und sagt dann vielleicht, gut, ich spiele noch die Koop-Kampagne mit einem zusammen, vielleicht dann am Computer noch den Multiplayer, je nachdem, wie lustig ihr seid. Ansonsten
war es das auch schon gewesen. Ich kann zusammenfassend sagen, dass dieses Spiel wirklich ein tolles Spiel ist. Mir hat es echt Spaß gemacht zu spielen, weil es halt mal wieder was Neues war und ich das Ganze so nicht kenne und auch nicht gekannt habe. Wer Sniper Ghost Warrior schon mal gespielt hat, dem wird die Killcam ein bisschen bekannt vorkommen, aber auch ohne das X-Ray. Die deutsche Version allerdings kommt ohne diese X-Ray-Sachen. Das heißt, ihr müsst euch darauf einstellen, wenn ihr diese ganzen Sachen sehen wollt, dann müsst ihr euch natürlich die PEGI-Version holen. Ansonsten, wenn ich mein ganzes Fazit zusammenfassen darf, würde ich auf alle Fälle diesem Spiel von 90 möglichen Punkten, wenn wir von 90 bis 100 gehen, also das ist der Bereich ausgezeichnet, würde ich ihm auf jeden Fall im Bereich 70 bis 80 ansiedeln. Eher so 75 Punkte würde ich auf jeden Fall vergeben, weil ich denke, das Spiel hat auf jeden Fall ausbaufähigen Charakter. Es macht Spaß zu spielen. Es ist eine coole Story erzählt worden und ich konnte mich in dem Spiel auch irgendwie als Sniper wiederfinden. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Servus, euer Anders Hübel.